Einen wunderschönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Für 38 Künstler und Hochschulabsolventen war der vergangene Donnerstag ein ganz besonderer Tag. Das Bayernwerk und das Bayerische Kultusministerium haben ihnen den Kulturpreis verliehen. Schon zum 12. Mal, also seit 2005, erhalten die Aushängeschilder des Freistaates diese Auszeichnung. Die jeweiligen Hochschulen benennen die Preisträger. Ein weiterer bayerischer Kulturpreis geht an Johannes Stuber von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Elektro- und Informationstechnik hat er studiert und seine Masterarbeit lautet Zukünftige Entwicklung des Blindleistungsbedarfs des deutschen Übertragungsnetzes. Den Kulturpreis Bayern erhielten die Preisträger im Amberger Kongresszentrum. Neben Johannes Stuber aus Bernhardswald war mit Dr. Verena Leitgens eine Doktorandin aus Ostbayern unter den Gekürten. Biomedizinische Wissenschaften ist Ihr Fachgebiet. Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass Sie hier sind. Die Nachricht habe ich bekommen per Brief. Und es war, glaube ich, ein ganz normaler Wochentag. Und ich habe dann ganz überrascht diesen Brief im Postkasten gefunden. Die 30-Jährige lebt mittlerweile in den Niederlanden. Für alle ausgezeichneten Wissenschaftler ist der Preis mit 2000 Euro dotiert. Hinter der Preisverleihung steckt diese Motivation. Aus den Regionen wirklich eben Arbeit, kulturelle Arbeit zu stärken, aber auch Wissenschaft und Kultur vielleicht miteinander etwas stärker in Verbindung zu bringen. Wenn man so will, die Ernsthaftigkeit der Wissenschaft mit der Leichtigkeit der Kultur sozusagen in einen innovativen Prozess zu bringen. Und das insbesondere mit dem Ziel, auch Wertschätzung für die jeweilige Arbeit zu vermitteln. Zu den Kunstpreisträgern gehört Werner Fritsch. Der 56-Jährige kommt aus Waldsassen. Er bekennt sich zum Nordoberpfälzer Dialekt. Die Jury begründet seine Auszeichnung auch damit, dass er den Dialekt in seinen Werken zu einer ausdrucksstarken Sprache umwandelt. Vielleicht versteht jemand im Saal diesen Satz. Bau, dau, dau, da, gnei weg. Ja. Die Reaktionen, entsetztes Schweigen. Vielleicht könnten Sie helfen, unserem Publikum helfen und das übersetzen. Bub, du da, dein Knie weg. Das sind natürlich Laute, die man überall versteht. Also die Leute verstehen es vielleicht nicht wortwörtlich, aber sie verstehen, da sagt jemand irgendwas Sinnvolles, nicht wahr? Das ist kein Dadaismus. Also sehr... Auch ich musste 56 Jahre alt werden und um die ganze Welt reisen, um festzustellen, dass die Diphthonge der Oberpfälzer Laute wirklich überall Sinn machen. Danke sehr. Ein riesiger Applaus für Werner Fritsch. Dankeschön. Umrahmt wurde der Kulturpreis noch von verschiedenen musikalischen Auftritten. Ich hab so viel probiert, doch nichts hat funktioniert. Ich hab so viel probiert, doch nichts hat funktioniert. Ich war verliebt, war verlobt, doch am Ende hat der Scheidungskrieg getobt. Ich hab kein Geld und in der Liebe kein Glück, keine Zukunft vor mir und kein Weg zurück. Ich hab so viel probiert, doch nichts hat funktioniert.